Mimis Wut im Zauberwald. Mimi, die Maus, wachte auf. Sie fand ihren Nussvorrat gestohlen. Ihre Wut wuchs schnell. Sie stampfte durch den Wald. »Wer hat das getan?«, fragte sie laut. Ihre kleinen Fäuste ballten sich. Am Fluss traf sie Otto den Otter. »Hast du meine Nüsse genommen?«, fragte sie wütend. Otto schüttelte den Kopf. Mimi fühlte sich hilflos. Ihre Wut ließ sie zittern. »Ich muss mich beruhigen«, dachte sie. Sie schloss ihre Augen und atmete tief ein. Mit jedem Atemzug ließ sie ihre Wut los. Der Wald fühlte sich friedlicher an. Ein leises Kichern ertönte in der Nähe. Mimi öffnete die Augen. Vor ihr stand die Waldelfe Elira. Elira lächelte sanft. »Wut macht blind für die Wahrheit. Lass uns zusammen nach den Nüssen suchen«, sagte sie. Gemeinsam suchten sie im weichen Moos. Sie fragten den Wind und lauschten dem Flüstern der Bäume. Schließlich fanden sie eine Spur. »Das war ein Eichhörnchen«, sagte Elira weise. »Sie brauchten die Nüsse mehr als du.« Mimi verstand. Sie fühlte sich erleichtert. »Ich kann teilen«, sagte sie glücklich. Ihre Wut war wie Nebel verflogen. Mimi und Elira fanden das Eichhörnchen. »Brauchst du Hilfe beim Sammeln?«, fragte Mimi freundlich. Das Eichhörnchen nickte dankbar. Mimi fühlte sich warm ums Herz. Zusammenarbeiten machte Spaß. Von da an war Mimi nie wieder wütend. Sie hatte gelernt, zu vergeben und zu helfen. Der Wald war voller Freunde.